Es war schon eine krasse Umstellung für mich damals. Das war auf jeden Fall so von 0 auf 100. Hey, ich bin Mattea und bin heute zu Gast bei Diffus. Wie und wann hat es bei dir mit der Musik angefangen? Für Musik habe ich mich eigentlich schon immer interessiert. So richtig angefangen hat das, glaube ich, als ich so 3 oder 4 war. Da wollte ich unbedingt Ballett anfangen und da war so das erste Mal richtig ernsthaft Musik im Spiel bei mir. Also ich habe dann Ballett getanzt, später dann Hip-Hop getanzt, weil Ballett nicht mehr cool war. Und habe währenddessen auch einige Instrumente erlernt, habe voll lange Saxophon gespielt. Dann bin ich auch irgendwann zum Singen gekommen und habe meine ersten Songs geschrieben wegen großem Liebeskummer. Gab es Künstlerinnen, die dich geprägt haben? Mein absolutes Vorbild ist so Alicia Keys. Die habe ich schon gefeiert, als ich getanzt habe, und feiere ich eigentlich immer noch so. Ja, und dann so die Klassiker damals, als ich 13 war, Rihanna, Beyoncé. So, das waren auf jeden Fall Künstlerinnen, die ich gehört habe. Wie blickst du auf die Zeit bei The Voice of Germany zurück? The Voice war auf jeden Fall so ein bisschen ein Startschuss auf jeden Fall für meine Karriere. Vielleicht nicht als Mattea, sondern so eher diese Richtungsweisung. Ich habe mir vor The Voice nie getraut zu sagen, ja, ich werde Sängerin. Das schien mir immer sehr unrealistisch. Aber bei The Voice habe ich irgendwie gemerkt, okay, das liegt mir, das mache ich echt gern. Und vielleicht ist es doch nicht so unrealistisch, und habe mich irgendwie so dran glauben lassen, dass ich das schaffen könnte. Das war auch irgendwie mit der Grund, warum ich dann weiter Musik gemacht habe und dann auch angefangen habe, meine eigenen Songs zu schreiben. Du singst über sehr persönliche Themen. Wie funktioniert die Arbeit im Studio? Das ist immer, ich glaube, von Team zu Team unterschiedlich. Ich habe so 3, 4 Teams, die so immer dabei sind. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ich habe anfangs von meiner Karriere mit ganz, ganz vielen Songwritern zusammengearbeitet und jeden mal so ein bisschen ausgetestet. Man weiß ja am Anfang noch nicht, okay, mit dem passt es ganz safe oder mit dem gar nicht oder so. Deswegen habe ich mich da viel ausprobiert und habe dann so jetzt so ein paar Leute, mit denen es echt gut passt. Und das ist mir auch sehr wichtig. Man kann halt nicht mit jedem Menschen oder mit jedem wildfremden Menschen mal so bei der ersten Begegnung gleich so alle Karten auf den Tisch legen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich da Leute an meiner Seite habe, denen ich sehr vertraue und mit denen ich auch sehr private Sachen bespreche, die ich sonst vielleicht nicht mal mit einer Freundin oder so besprechen würde. Freunden vielleicht schon, aber halt so mit Bekannten oder so. Von dem her ist es schon ein sehr tiefer Einblick, den man da bekommt als Songwriter, wenn man mit mir arbeitet. Haben die Erfolge in deiner Heimat deinen Alltag beeinflusst? Es war schon eine krasse Umstellung für mich damals, als meine ersten Songs so einen krassen Hype hatten und 8 Wochen auf der 1 waren in den Airplay-Charts, in den Single-Charts. Das war auf jeden Fall so von 0 auf 100. Ein paar Monate vorher habe ich noch auf der Marie-Hilfer-Straße, das ist so eine mega große Einkaufsstraße, gearbeitet in einem Schuhgeschäft. Und so ein paar Monate später gehe ich halt da so spazieren und die Leute machen heimlich Fotos. Das war schon irgendwie so eine Umstellung am Anfang. Und es ist schon so, dass ich sehr oft angesprochen werde. Aber da freue ich mich auch sehr drüber. Gab es mal die Überlegung, einen Song im Dialekt zu singen? Das war für mich nie ein Thema. Also ich spreche einen sehr starken Dialekt. Also nicht diesen Dialekt. Ich betitel es jetzt als Dialekt, was Bilderbuch macht. Das ist natürlich wienerisch, aber es ist jetzt nicht so krass, dass man es nicht verstehen würde. Ich glaube, wenn nicht auf meiner Sprache, ist jetzt auch übertrieben, aber wenn ich so in meinem Dialekt singen würde, dann wäre es für euch Deutschen schon etwas schwerer. Bei mir ist es einfach so, wenn ich halt im Studio bin und an Songs arbeite, dann kommt das so aus mir raus. Also das ist einfach so die Art, wie ich mich ausdrücke und wie ich Kunst mache. Ich finde es bei Bilderbuch hat
mega geil, hat echt den Charme. Ich liebe das auch, aber bei mir selber kann ich das auch gar nicht. Also wir haben es natürlich als Spaß mal ausprobiert, so meine Songs am Album so auf Dialekt zu singen, aber es ist halt ich finde es schrecklich bei mir selber. Kann man die neuen Songs Tut mir nicht leid und Für dich als Abschluss deines Albums verstehen? Also Tut mir nicht leid und Für dich sind jetzt auf jeden Fall nicht nur der Abschluss vom Album M, von meinem ersten Album, sondern auch beides Abschiedssongs von einem Menschen, der mal in meinem Leben war. Genau, also beides auf jeden Fall. Und dann, ich arbeite gerade sehr intensiv am zweiten Album, das stimmt. Ich schaue gerade so, wo es für mich hingeht, was jetzt so das Kernthema vom zweiten Album ist. Das weiß ich nicht, also weiß ich noch nicht genau und würde es auch, glaube ich, noch nicht verraten. Ja, also mal schauen. Das ist auf jeden Fall jetzt mal der Abschluss und mal sehen, was kommt.